Also das, was ihr im Hintergrund seht und wo ich hier die ganze Zeit drauf sitze, so ein großes Boot ist für die Wallerjagd in Deutschland nicht unbedingt notwendig. Es ist halt schön, ich kann viel Tackle von A nach B ratzfatz transportieren, gerade wenn man mit zwei Leuten unterwegs ist. Aber ich denke, so ein kleines Schlauchboot, mit dem bin ich am meisten unterwegs, kleiner Verbrennungsmotor drauf, weil ich mich gerne am Ufer platziere. Also wir fischen fast nie vom Boot, wir sitzen immer am Ufer, haben das Boot dabei, um unsere Montagen auszulegen und natürlich, um die Fische zu grillen. Es ist gerade am Rhein, wir haben hier ziemlich scharf abfallende Kanten mit Dreikantmuscheln und großen Steinen drauf. Und wenn ein großer Fisch an der Kante flussabwärts zieht, dann ist die Hauptschnur schnell unter dem Stein verschwunden und durch. Deswegen ratzfatz ins Boot gesprungen, den Fisch hinterhergefahren und vom Boot den Fisch ausgegrillt. Nochmal kurz was zu meinem kleinen Schlauchboot. Eigentlich mein Lieblingsintensiv, mit dem kleinen Ding bin ich hier verheiratet. In allen deutschen Gewässern, Binnengewässern, ist bis 15 PS Führerschein frei, am Rhein nicht, durch die rege Schifffahrt am Rhein bis 5 PS. Das heißt, ab 5 PS braucht ihr den Führerschein. Ich grille halt gerne meine Fische, wenn ich vom Ufer aus fisch, vom Schlauchboot aus, da bin ich halt flexibel, bin direkt über dem Fisch, meine Hauptschnur kann niemals unter Steine geraten. Und hier finde ich es ganz wichtig, ein paar wichtige Werkzeuge immer mit dabei zu haben. Und zwar ist das an erster Stelle eine Bolzenschneider. Mir ist es vor ein paar Wochen wirklich so passiert, dass ich bei der Landung von einem großen Fisch mir den Drilling in der Hand gehauen habe. Ich wollte den Fisch nur kurz anschlagen, ob er nochmal abhaut, und in dem Moment, weil der Drilling frei hing, ging er mir in der Hand rein. So, hallo, ich wollte euch erstmal ein Feedback abgeben über das, was bei uns hier draußen abgeht. Also wir sind gestern Morgen kurzerhand von so einem alten Platz abgefahren, um neues Land zu entdecken. Wir haben uns durch den steigenden Wasserstand jetzt dafür entschieden, den größeren Flachwasserbereich anzusteuern, der, ich sag mal so, fast keine Strömung hat, und wir dadurch denken, dass die ganzen Weißfische durch den steigenden Strömungsdruck sich in den Flachwasserbereich reindrücken und die Waller hoffentlich den ganzen Weißfischen folgen. Wir haben, weil es gestern Abend schon so spät war und der Platz es noch nicht zugelassen hat, nur zwei Routen legen können. Wir haben eine abgespannt an einem versunkenen Baum und eine haben wir weiter draußen kurz vor der Strömungskante mit U-Pose abgelegt. Wir haben mit einem Biss gar nicht mehr gerechnet, weil halt doch gestern Abend noch ein ziemlicher Kälteeinbruch mit starkem Ostwind kam. Wir wurden des Besseren belehrt. Um 11 kam dann ein wirklich vorsichtiger Biss. Ich habe angeschlagen, habe dann gedacht, es ist ein kleinerer Fisch. Dadurch, dass wir weiter draußen schon auf dem Echolot gesehen haben, dass da ziemlich große Steine und Holz im Wasser liegt, sind wir kurzerhand ins Schlauchboot gesprungen, um quasi den Fisch abzuholen. Wir waren dann direkt über dem Fisch. Ich habe gedacht, der hängt fest. Habe dann mehr Druck gemacht und habe gemerkt, dass es ein größerer Fisch ist, der sich jetzt erst vom Boden gelöst hat. Der hat sich da einfach abgelegt gehabt und dann hat der Tanz erstmal richtig begonnen. Der Fisch ist mit uns raus, mit einem kleinen Schlauchboot in Hauptstrom. Und das hat natürlich einen Mordspaß gemacht mit so einem großen Fisch und so einem kleinen Schlauchboot. Wir haben dann kurze Zeit später, konnten wir den Fisch dann direkt am Boot landen. Oder besser gesagt, ich wollte ihn landen. Ich habe das Vorfach gegriffen und wollte den Fisch ins Maul greifen. Und in dem Moment, wo ich den Fisch ins Maul greifen will, reißt er mit dem Kopf rum. Der Einzelhaken saß bombenmäßig im Maulwinkel, nur der Drilling hing halt frei. Und den hat der Waller mir direkt durch die Hand durchgerammelt. Ne? Ich konnte mit der anderen Hand glücklicherweise direkt noch das Maul greifen und den Fisch ins Boot ziehen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe dann gerade noch, wahrscheinlich weil ich so voll Adrenalin war, den Drilling mit zwei Fingern genommen und habe ihn gerade wieder rausgerissen. Das Schlauchboot sieht aus wie nach einem Schlachtefest jetzt. Dem Fisch ging es gut danach. Die Bilder zeigen wir euch jetzt. We love bass. 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 Ich konnte mir dann glücklicherweise rausreißen, weil ich das Ding nicht dabei gehabt habe. Hätte ich dabei gehabt, hätte ich ihn einfach aus der anderen Seite abkneifen können und einfach nur problemlos rausziehen. Also deshalb immer einen Bolzenschneider dabei. Es kann ja auch sein, dass der Waller sich mal an den Haken so weit reingehauen hat, dass man den gar nicht mehr rausziehen kann. Dann hilft auch noch nur noch der Griff zum kleinen Bolzenschneider. Des Weiteren auf jeden Fall eine stabile Hakenlösezange. Wenn ich den Fisch ins Boot ziehe, dann löse ich den Haken schon am Boot ab. Weil gerade bei so einem Schlauchboot, wenn der Drilling oder der Einzelhaken frei hängt und ich ziehe den Fisch ins Boot, es kann ganz schnell passieren, dass der Haken im Boot hängt. Und dann sitzt er auf dem Fluss draußen und die Luft ist raus aus dem Kahn.
dann habt ihr nämlich ein größeres Problem. Ne? Deswegen mache ich wirklich so, ich greife den Fisch ins Maul mit einer Hand, mit der anderen löse ich die Haken und dann kommt mit beiden Händen der Fisch ins Boot und ihr seid nummer sicher. Ja? Dann auf jeden Fall ein Messer immer dabei haben. Es kann wirklich mal was schief gehen. Es kann auch mal sein, dass ihr draußen einen Hänger bekommt. Ihr kriegt die Haut schon, die reißt nicht so schnell ab. Und ihr treibt ab mit dem Boot, dann greife ich ganz schnell zum Messer, wenn ich es auf dem Boot habe, und schneide schnell meine Haut schon durch und die ganze Sache ist safe. Und was finde ich gerade auf dem schnell fließenden Fluss das Wichtigste ist, ist eine Schwimmweste. Ich habe auf beiden Booten immer eine Schwimmweste dabei. Gerade wenn es wirklich stürmisch ist oder nachts, ich schnell ins Boot muss, ich ziehe mir wirklich, auch wenn es nicht so toll aussieht, ziehe ich mir die Schwimmweste an. Aber da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Jetzt wollte ich noch mal kurz was dazu sagen, was für ein Gerät bei uns zum Einsatz kommt für die Wallerjagd. Das ist einmal die Baitmaster Fastcasten 3 Meter. Das ist meine bevorzugte, meine Lieblingsroute. Die ist schon ziemlich ramponiert, wie ihr seht. Mit einer starken Multirolle drauf, genügend Schnurreserve, eine starke Hauptschnur bei der Route. Die hat sehr starke Ringe, hier können keine Einlagen rausplatzen, nichts. Auch der Spitzenring, das ist halt meine Lieblingsroute. Des Weiteren das Gerät von meinem Teampartner Thomas, der fischt halt lieber die Baitmaster Glas in 3 Meter. Das ist halt eine etwas weichere Route, weil sie halt einen höheren Glasanteil hat. Die Vorteile der Route aber ist, mit der kann man in den Dreck schmeißen, die kann auf Steine fallen, die kann auf der Bootswand schlagen, da passiert nichts. Also die Rute ist, würde ich fast sagen, fast unkaputtbar. Und mit der Rute machen auch noch kleinere Fische Spaß, weil sie wirklich eine parabolische Aktion hat durch den hohen Glasanteil. Ja, das ist das Gerät, was jetzt die Tage bei uns zum Einsatz kommt.